übergebe ich die Moderation an Paul Romay. Paul ist ein Mitglied von unserer Partei. Er ist Student der Anglistik und Germanistik, 25 Jahre alt, und sagt, er hat noch nie einen Hörsaal von innen gesehen. Ihm ist wichtig, wir hören einander zu und gehen. Wir hören einander zu und gehen auch aufeinander zu. Hallo, lieber Florian. Hallo. Same procedure. Die persönliche Vorstellung einmal bitte. Ja, zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich heute so kurzfristig hier sein darf. Es ist heute für mich sehr spontan hier zu sein. Es war nicht so geplant tatsächlich. Ja, mein Name ist Florian Mayer. Ich bin 41 Jahre alt und komme aus Füssen im Allgäu, im Ostallgäu. Bin verheiratet, habe eine Tochter, habe einen Hund und eine Katz und bin seit über 20 Jahren selbstständiger Unternehmer. Bin seit 25 Jahren in der Feuerwehr, war 7 Jahre davon im Katastrophenschutz und bin im Kreisverband Allgäu in der Doppelspitze als Vorsitzender und Direktkandidat sowie Listenkandidat auf Platz. Ja, vielen Dank, Paul. Ich bin inzwischen im Ruhestand, Schulleiter im Ruhestand und wurde gestern Abend bzw. heute Vormittag mit einer Überraschung konfrontiert. Über die Medien habe ich zwei Dinge erfahren. Einmal, dass das Land Baden-Württemberg erneut auf dem Weg ist, die strengsten Regelungen für unsere Kinder, für unsere Kleinsten ab der Grundschule auf den Weg zu bringen. Und zum Zweiten, dass wir Ruheständler demnächst eine Erhöhung unserer Ruhestandsbezüge bekommen, gewissermaßen als Ausgleich dafür, dass wir die Ruheständler im letzten Jahr etwas weniger bezahlt wurde, beziehungsweise keine Erhöhung erfolgte. Ich lebe privat in der Situation, dass mein Ja, vielen Dank für die Einführung. Hallo Ulm, ich freue mich, dass ich nach fast 30 Jahren wieder hier auf dem Münsterplatz bin. Das letzte Mal, dass ich hier war, war 1983 zur Abschlusskundgebung der Friedensdemonstration der Menschenkette Ulm-Stuttgart. Damals haben wir uns gegen Bedrohung von außen gewendet. Heute kämpfen wir gegen Bedrohung von innen, die von unserem eigenen Staat ausgeht und gegen uns Bürger gerichtet ist.